Hallo und herzlich willkommen zum Tageslicht für Freitag, den 12. Mai. Ja, schauen wir, was haben wir heute? Heute wollte wieder die Tarotkarte oben liegen. Der Herrscher, ja Mensch, das ja, kann dein Vorgesetzter, Arbeitgeber sein. Das kann auf eine andere Person zutreffen. Das kann auch dein Vater sein, der heute eine wichtige Rolle spielt, ein Gegenüber. Dann ist es in der Liebe ein Gegenüber. Zum Beispiel dann ist es eben der Partner auf Augenhöhe. Aber ja, vielleicht eben auch sonst eine sehr starke, ordnende, verantwortungsvolle Persönlichkeit. Hoffen wir, dass sie verantwortungsvoll ist. Der Herrscher, der hat auch immer mit Kontrolle zu tun, mit Struktur, mit Dirigieren, vielleicht kommandieren, beherrschen, ja. Möglicherweise, ne? Ja, aber das kann dann durchaus auch auf uns selbst zutreffen. Sind wir hier so ein Stück weit auch zum einen angemahnt natürlich, ne? Verantwortungsvoll, liebevoll, ne? Fürsorglich mit dem uns Anvertrauten umzugehen, stärkend, nährend, ne? Aber eben auch Abstand zu nehmen von Manipulation, von Herrschsucht, ne? Kontrolle, vielleicht ein Stück weit Zwanghaftigkeit, nur in bestimmten Strukturen zu denken, ja, vielmehr, ne, wirklich alles wohl zu ordnen. Das ist schon durchaus wichtig und ist uns die Energie heute dafür sehr mitgegeben, ne? Dass wir selbstverantwortungsvoll und aber auch verantwortungsvoll gegenüber anderen unsere Dinge hier regeln können, ja. Ja. Starke Energie, ne? Ja, da wird uns auch sehr das Rückgrat gestärkt, ne? Durch die göttliche geistige Welt, ne? Hier angezeigt durch die große Arkane. Kommen wir auch sehr ins Tun und Machen, ne? Ja, nutzen wir die Energie. Wundervoll, ne? Ist ja vor allem auch mit Widder verbunden, der ja für Tatkraft steht, ne? Manchmal auch so ein bisschen für Unbeherrschtheit, ne? Die großen Arkana sind den jeweiligen Sternzeichen immer insofern zugeordnet, dass sich hierin eine Aufgabe verbirgt, ne? Also, ne, gerade beim Widder, der eben manchmal ein Stück weit unbeherrschte Energie auch im Gepäck hat, ne, der ist herausgefordert dazu, ne, seine Energie wohl zu ordnen, zu strukturieren, nicht mit dem Kopf durch die Wand, aber seine Energie wirklich einfach auch wunderbar zu nutzen. Er hat das Potenzial, ne, für Leitung und Verantwortung und für Tatkraft, ne, ist auch so ein gewisses Zugpferd, das ist ja auch eben im Sternkreiszeichen das erste Sternzeichen, ja, also hat da auch so Anführerqualitäten sozusagen, die haben wir heute insgesamt als Rückenwind, ne? Und vielleicht der ein oder andere, der hier in Widder geboren ist oder eine Aszendent hat, wird es erst recht noch spüren, ja? Ja. Mhm. Ja, aber, ne, wie gesagt, es kann eben auch sein, dass heute, ne, sehr mit vielleicht Vorgesetzten Auseinandersetzungen gibt, Begegnungen, etwas zu regeln gibt, etwas in Ordnung zu bringen gilt. Ne? Vielleicht sogar Selbstständigkeit, falls das auf dich zutreffen sollte. Die wird hier relevant. Gehst du damit vielleicht auch tatkräftig voran. Ne? Ja. Ansonsten können es vielleicht einfach auch Vaterthemen sein, die wir heute anschauen dürfen. Ne? Ja. Themen der Tatkraft, der Eigenverantwortung, der Fremdverantwortung.
Ja, Harmonie und Frieden. Leidenschaft haben wir hier mit den Lilien angezeigt, Familie, ja. Wie gesagt, es ist alles mit dabei. Ich habe es schon ein ganzes Stück weit angesprochen. Ja, ne, darfst du heute zum Freitag vielleicht einfach auch dann dich auch gemächlich zurücklehnen, ne? Du hast alles im Griff. Bist in Harmonie und Frieden innerlich, ne? Also wirklich auch gut ausgeglichen. Ja, es ist ja eine Viererkarte, ne? Da ist eben auch Ausgleich und Stabilität mit angezeigt. Insofern, ne, kannst du die Dinge heute auch so ein ganzes Stück weit gelassen angehen, ne? Brauchst dich da vielleicht auch nicht ankratzen lassen, ne? Falls das heute jemand vorhat, ne? Ja. Hinsichtlich eines Gegenübers in der Liebe könnte es vielleicht heißen, ne? Partner auf Augenhöhe wird heute relevant. Vielleicht gibt es, wenn du heute ausgehen solltest, zum Beispiel tatsächlich jemanden, dem du begegnest, ja, wo einfach auch wirklich so, ja, auch Leidenschaft natürlich zueinander entbrennt oder, ne, ja, ausgelebt werden darf, ne? Aber ja, da schau auch, ne? Dass du in deiner Eigenverantwortung da bleibst, ne, und dich nicht beherrschen lässt. Ne. Ja. Ne, nur aus leidenschaftlichen Gründen vielleicht, ja. Ja, ansonsten, wie gesagt, ne, könnte vielleicht tatsächlich heute dein Vater auch eine Rolle spielen, eine väterliche Figur. Ne. Vielleicht bist du selber auch so in dieser väterlichen Energie, ja, innerhalb deiner Familie. Vielleicht ist es eine andere väterliche Figur, die heute relevant wird, ne? Und ja, dich vielleicht auch sehr für deinen eigenen Frieden und Harmonie unterstützt, ne? Der Engel der Zuversicht. Dein Engel inspiriert dich dazu, allem, was kommt, mit freudiger Erwartung entgegenzusehen. Lass dich nicht davon abbringen, an das Gute zu glauben und richte deine Gedanken, Worte und Handlungen konzentriert auf deine Wünsche und Ziele. So werden sie sich auch erfüllen. Die Botschaft deines Engels: Wenn du fest an das Positive glaubst, wird es auch geschehen. Ja, hier mit den Lilien ist natürlich auch so ein Stück weit. Na, so meditative Haltung verbunden, die Weisheit, ne? Ja, das Wissen um die göttliche geistige Welt, ne? Die ja an deiner Seite mitgeht, ne? Ja, und dich wirklich ganz, ja, bewusst, selbstbewusst auch deinen Weg gehen lässt, ne? Ja, auch durch manche Herausforderungen gehen lässt, ne? Und so, dass du da auch nicht aus deiner Ruhe und deinem Frieden kommst. Ja, ich wünsche dir einen gesegneten Weg damit und ja, gute Erfahrungen, ja, heute durch den Tag mit allem, was dir begegnet. Ja, und dann bis ganz bald. Alles Liebe, deine Tara von Tarot Rainbow.